Okay. Ich höre Monster. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich hoffe nicht noch Munition dabei. Na komm du her. Na. Hände hoch oder schieße. Der steht wieder auf. Ist er tot? Ja, ist er. Da gibt es noch einen anderen. Ich muss aufpassen, dass mich keiner überrumpelt. Sonst bin ich tot. Das könnte tödlich enden. Ich habe noch nicht gespeichert. Ich hätte speichern sollen. Das könnte tödlich enden. Ich will das Ganze nicht nochmal von vorne machen müssen. Ein Rüstungssymbol. Okay. Ich höre Zombies. Diese Tür. Na ja, komm. Den Dietrich. Okay, sehr gut. Eine ältere Tür. Eine abgeranzte. Okay. Was hier? Etwas, was wir nicht aufnehmen können. Ein Gewehr, das wir nicht nehmen können. Ein sehr kleiner Raum. Kanister Benzin, den wir nicht nehmen können. Farbband. Speichern können wir jetzt auf jeden Fall. Können wir alles nicht mitnehmen. Nützt nichts. Können wir trotzdem mal untersuchen, wenn wir hier in dem kleinen Raum überhaupt zurechtkommen. Nur alte Möbel. Was ist das, was da drauf liegt? Batteriepack. Ach, das können wir mitnehmen, oder was? Ja. Gut. Für Heilung ist kein Platz frei, aber das Batteriepack können wir mitnehmen. Die Waffe auch nicht. Gut. Man muss ja Prioritäten setzen, also. Ist halt wichtig, die wichtigen Sachen mitzunehmen. Ich höre kein Stöhnen mehr. Keine Zombies mehr unterwegs. Das glaube ich aber nicht. Hier liegt einer. Ich habe Angst zu sterben. Oh, sehr schön, eine Kiste. Eine Kiste. Na, wundervoll. Hier gibt es Farbbänder. Können wir das mitnehmen? So, hier. Können wir die nicht kombinieren? Blauen Edelstein hier reinpacken. Die Hundepfeife können wir hier erstmal reinpacken. Sag nicht, wir können hier nur Sachen austauschen. Erste-Hilfe-Spray. Ich will das in die Kiste packen. Ja, bitte rüber hier. Ja. Die Säuregeschosse will ich loswerden. Ich will einen Platz im Inventar frei haben. Erste Hilfe Spray, das ist super, was wert. Kombinieren mit dem hier. Komm, das muss doch gehen.
Wir können auch jetzt nicht zwei Plätze im Inventar für. Ja. Farbband. Das ist doch jetzt. Na komm. Wie kombiniert man denn hier? Welt kombinieren. Das tut's. Das lässt sich doch bestimmt kombinieren. Ja, aber wie? Ja, so wundervoll, Ski. Das wollte ich. So, können wir noch was ablegen? Ich brauche Platz im Inventar für die Heilung. Pistolenmagazin ist gut und schön. Ich würde das gerne ablegen. Vielleicht können wir das Pistolenmagazin austauschen. Ja, dann haben wir bald einen Platz frei. So, Geschoss hier erstmal abgelegt. Gut. Und wir kriegen jetzt hier gleich einen Platz frei, indem wir hier Erste-Hilfe-Spray verwenden. Ja, wieder gesund. Das hätten wir uns vielleicht aufheben können, aber ja gut. Wir wissen, wo wir Heilung kriegen. Es gibt ja auch eine Schreibmaschine. Ja, eine Schreibmaschine, sehr gut. Ich will speichern. Aha, Sonderanweisung zur Verwendung von Leichen. Aber, ja. Speichere eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Ja. Sonderband verwenden. Yo. Unbedingt. Wir nehmen den zweiten Slot. Damit wir notfalls auch nochmal zurück können. Nur was verbocken. Sehr gut. Hier mal gespeichert. Ein zerwühltes Bett. Zum Schlafen ist jetzt keine Zeit. So, wundervoll, Ski. Hier ist ein sogenannter Safe Room. Das ist gut, da haben wir jetzt hier erstmal gespeichert. Wenn wir hier drauf gehen, schauen wir mal wieder zurück. Okay. Na denn, weiter geht die Reise. Durch das Anwesen des Bösen. Hier kommen wir noch lang. Jau! Direkt auf den Kopf. Weg ist er. Tür ist verschlossen. Der ist tot. Definitiv. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Durch da. Ach hier. Hier sind wir wieder. Das, ja, altbekannte Gebiete. Haben wir jetzt hier alles schon abgegrast oder nicht? Tja, scheinbar haben wir das schon. Habe ich den Safe Point erstmal dort gesessen, gesetzt. Hier sind wir beim Schwertraum, beim Speerenraum. Jo. Langsam geht's doch voran, langsam haben wir es doch. Ich habe in der Ecke. Ist von der anderen Seite verschlossen. Da müssen wir von der anderen Seite mal ran. So, hier die Tür offen.
Kommen wir wieder in die große Halle, wenn ich richtig gucke. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ah ja, da sind wir gerade durch die Tür. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Jo, haben wir das auch erkundet. Speichern brauchen wir jetzt eine Zeit lang nicht mehr. Genug Farbband haben wir auf jeden Fall. Aber ich habe gerade eben erst gespeichert. Wenn wir sterben, tauchen wir jetzt an einem guten Ort auf. Und wieder hier im oberen Bereich. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Na denn. Sind wir doch ordentlich weitergekommen. Ich überlege gleich meine Aufnahmepause zu machen. Ich nehme hier schon seit einer Weile auf. Könnte man schon ein paar Parts draus machen. Sind schon ein paar Parts draus geworden. Waren wir hier schon? Ich denke ja. Ja, das kommt mir bekannt vor. Nein, auf die Map. Ja, hier sind wir. Da waren wir jetzt. Jetzt könnten wir das Gewehr abholen. Das wäre dann natürlich eine Option. Und die Heilung. Da war doch hier was. Gehen wir den Gang, langen Gang wieder zurück. Die Gangen lang. Jo. Oh, okay, jetzt sind wir zurückgelaufen. Oder so. Gehe ich erstmal in die untere Eingangshalle. Vielleicht können wir auf dem Friedhof jetzt irgendwas machen. Oder wir finden mal heraus, wo wir den Kristall einsetzen können. Den blauen Kristall. Hier müssen wir vielleicht auch noch was erkunden. Hier können wir vielleicht auch irgendwo noch den Schlüssel einsetzen. Den Schwertschlüssel, den wir jetzt bekommen haben. Der ja für sehr, sehr viele Türen Platz bietet. Ja, wieder in der Anfangshalle, wo wir zu Beginn waren. Was jetzt in der Kiste verstaut ist, müssen wir halt dann nochmal aus der Kiste zurückholen. Es ist halt so, aber da habe ich jetzt erstmal meiner Meinung nach die unnützigen Sachen abgelegt. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Gut. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich probiere hier mal die Türen aus. Gibt es eine, die sich jetzt öffnen lässt? Rüstungssymbol, okay. Da kommen wir später noch lang. Den Fahrstuhl können wir nicht benutzen. Verwendbare Fahrstühle in Resident Evil, das ist ja auch, das wäre ja auch mal was Neues. Auf den ersten Ansatz funktionierend. Oh, da können wir jetzt durch. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ja, wenn wir den nicht mehr brauchen, können wir den ablegen. Ja. Oh, wo sind wir hier gelandet? Im Keller. Oh, die Küche. Hier wird gekocht. Aber lange nicht mehr. Hier haben wir doch ein nehmen. Dolch. Dann irgendwann mal verpulvern die Dolche. Wir haben noch Munition. Nimm es doch mit, Jill. Du brauchst Munition. Momentan haben wir noch genügend dabei, aber schaden kann es nicht. Pistolenmagazin 30 Schuss. Ordentlich. Okay.
Was hier? Hier liegt ein Toter. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Aha. Ah, okay, da könnte man den Fahrstuhl benutzen. Wenn der Strom angeschaltet wäre. Also wir haben Batterien mit dabei, aber ob die hier was bringen? Lecker essen. Hast nicht Hunger, Jill? Bist doch schon seit einer Weile hier. Ein bisschen was mampfen. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Ja. Wie ich die Sache hier kenne, wahrscheinlich Mensch. Ja. Hier ist eine Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal alle Türen aufgeschlossen, die dem Schwertschlüssel gingen. Das ist mal erstmal eine Sache. Okay, hier gibt es erstmal nichts zu sehen. Ja. Oh. Zombie. Jo. Na komm, schießt. Ach verdammt. Lass dich nicht töten. Schnell zurück hier. Na. Genug Sicherheitsabstand. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Epische Ansicht. Bleibst jetzt liegen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich die Munition verschwendet. Der ist gut. Sehr gut, da kommen wir jetzt weiter. Deshalb lag hier Munition rum. Aus genau diesem Grund. Raus aus der Küche. Zombies. Es ist doch widerlich. Die Toten, die hier noch rumwandern, das ist echt nicht zum Aushalten. Eine Plage. Okay, die Türen konnte man nicht verwenden. Die ist verschlossen, Rüstungssymbol. Ja. Der Kollege lebt auch nicht mehr. Irgendjemand muss die Zombies doch dann wegräumen. Das meine ich auch irgendwie, wenn wir hier raus sind und dann entkommen sind. Da muss doch hier jemand mein Räumungsteam durchschicken. Da muss doch hier irgendjemand den ganzen toten Körper hier ausräumen. Obwohl, so viel Schönheit braucht diese Villa auch nicht mehr. Wird wahrscheinlich komplett abgebrannt, wo wir hier fertig sind. Das ist ja einfach gesprengt. Okay, hier lebt noch was. Im Keller haben wir es ja auch schon gesehen. Da ist ja der Gammel schon genügend. Das ist eh nicht mehr zu retten, das Gebäude hier. Okay, die Heilung haben wir schon weg. Wer schreit denn da so? Das ist kein gewöhnlicher Zombie. Irgendwas brüllt da ganz extrem. Na komm. Die waren wir überall schon. Aber man kann ja immer zweimal nachgucken. Was vergessen hat. Manches muss man ja da lassen, deshalb kommen wir da in manchen Räumen drei oder viermal vorbei. Ah ja, hier zum Beispiel diese Pflanze. Könnte man mitnehmen. Ja, wir haben jetzt auch genügend Platz im Inventar. Müssen jetzt aufpassen, dass wir das wieder nicht mit sinnlosen Sachen vollstopfen. Ja,
Hier geht's wieder in den Schwertsaal. Ich sag mal Schwert in den ganzen Flur. Boah. Okay. Ja, da kommen wir glaube ich noch nicht weiter. Da könnte man nur eine Tötungsmaschine aktivieren. Diese Schlüssel wegnehmen. Da haben wir noch keine Lösung für gefunden, dass wir den wegnehmen können. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den nicht versehentlich anklicken, sonst sind wir tot. Und des Todes. Das letzte Mal hatten wir Glück, dass wir hier das Inventar voll hatten. Können wir da jetzt durch? Die Tür ist verschlossen. Helm-Symbol. Also noch nicht. Einen Helmschlüssel brauchen wir. Es ist wahrscheinlich der hier, der da rumliegt. Vielleicht könnte man den blauen Kristall da drauflegen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich gerade sehe. Aber gut. Das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Also den will ich jetzt nicht extra dafür mit herumschleppen. Also erst, wenn ich mir sicher bin, dass der blaue Kristall dorthin muss, dann können wir den nehmen und dahin bringen. Aber solange ich nicht weiß, was ich damit muss, verschwende ich den Platz in meinem Inventar dafür nicht. Dafür ist es nicht wert. So, hier kamen wir her. Hier war der Speicherraum oder wo waren wir hier? Na komm. Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Okay. Wir brauchen noch einen Helmschlüssel und einen Rüstungsschlüssel. Das ist soweit sicher. Soweit ist das klar. Okay. Farbbänder haben wir jetzt genügend, also wenn ich jetzt noch den Safe Room finde, können wir da mal schnell speichern. Wäre gar kein Ding. Ist das der hier? Na komm. Nein, das ist ein anderer Raum. Können wir das Gewehr jetzt rein theoretisch mitnehmen? Mitnehmen? Dann haben wir wieder einen Platz. Ja gut, ist vielleicht noch zu früh, aber ja komm, kann man eine Kiste wegpacken, wenn wir es nicht mehr haben wollen. Kann man die Kiste verstauen. Nur alte Möbel. Gewehr ist nicht grundverkehrt. Wenn mal die größeren Bosse kommen, brauchen wir da was zum Schießen. Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol. Joa, die waren wir schon. Ja, ordentlich. Haben wir hier unten alles aufgeräumt. Auch gut. Ein Zombie vor der Tür. Ach, das ist der Safe Room. Sehr gut. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt speichern oder sollen wir es nicht machen? So viel haben wir jetzt noch nicht neu geholt. Neun.
Farbbänder haben wir. Ja, können wir jetzt nehmen. Wir finden immer neue. So rasch wird uns das nicht ausgeben gehen. Können wir hier mal kurz. Ja. Fortschritt speichern. Na komm. Schreibmaschine. Später bereue ich es dann, weil ich keine Farbbänder mehr habe. Vor dem Finale nicht mehr speichern kann. Aber gut, das ist dann unser Problem. Das ist dann Problem des Zukunftszwergis. Ja, damit muss ich Zukunftszwerge dann umschlagen. Ich mache eine kurze Aufnahmepause und ja, oder eine längere Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in einem weiteren Part wieder oder in diesem Part schon. Ich weiß es nicht. Ich bin dann weg. Tschö mit Ö.